Michaelskreuz auf dem Hohen Stein. Das Michaelskreuz auf dem oberhalb der früheren St. Wilhelmshütte gelegenen Felsen, dem sogenannten Hohen Stein, steht zwar auf Suttropper Gelände, ist aber ein Blickfang an der unteren Hauptstraße. Seine Errichtung ging von führenden Mitgliedern der Pfarrjugend St. Pankratius aus, die in der Karwoche 1946 dieses Holzkreuz dort errichteten, wo noch einige Jahre vorher eine NS-Flagge gehisst worden war. Mit der Aufstellung in der Halterung der Fahne demonstrierten die Jugendlichen ihren Sieg über die nationalsozialistische Diktatur. Nach einer Erneuerung des Kreuzes in den 1990er Jahren wurden die Balken des ersten Michaelskreuzes von 1946 an den Russengräbern am Melkeplätzchen neu aufgestellt.